Schicke Schuhe. So, ich kann wieder stehen und gehen und laufen. Fara, wir können laufen. Und ich hol die Sandwolke. Ja, und da in der Nähe ist auch der Wasser. Auf der anderen Seite, vermutlich. Ja. Prinz, hör auf, gegen den Baum zu laufen und geh zur Sandwolke. Lauf gegen den Baum, lauf gegen den Baum, feiner Baum. Nein, ich will nicht gegen den Baum laufen. Wasser. Marsch. Nee, eher Gluck, Gluck, Gluck. Oh, das sind zwei Sandwolken. Was? Ja. Wenn ich beim Wasser weitergehe, oder was? Ja. Au. Das sind die auf einmal so großzügig. Das macht mir Angst. Ich weiß, ich klinge wie Fuchs, aber das macht mir Angst. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir so ganz und gar nicht. Irgendwie, das ist ein Speicherpunkt. Huh. Der böse Speicherpunkt des Todes. Und jetzt? Müssen wir auf der Mauer oben lang und dann zur anderen Seite zu dem Tor. Da ist ein Spalt drunter. Und da ist Farah wieder mehr oder weniger nutzlos. Da bin ich vorhin hingelaufen. Da hat sie sich irgendwie dahin verzogen und mich im Stich gelassen. Prinz, Prinz, Mauer hoch. Da ist ein Spalt, Farah. Dein Spalt. Ich nehme hier das Schwing-Schwing-Schwing-Schwalungen. Das Schwing-Schwing-Schwing-Schwalungen. Mal sehen, ob es einen Weg hinab gibt. Ja, ich meine diesen Teil, wo es weiter schwingen soll. Wow! Mein Prinz stirbt gerade. Mehr oder weniger. Wie hat er das gemacht? Er wurde von einem Steinbrocken erschlagen. Von einem Steinbrocken? Ich sehe jetzt gerade erstmal die dritte Sandwolke. Dritte? Ja, da wo die Brücke wegbricht. Ach so, ja. Da das kommst du nicht hin. Ja, ich sah es sehr auch, dass das der Fall ist. Autsch. Das war auch vom Steinbrocken erschlagen. Ein Verlies. Zumindest ein bisschen angetötet. Wie im Palast meines Vaters. So ganz leicht angetötet. Ich habe niemals einen Fuß hineingesetzt. War ich selbst ein Gefangener. Aber ich sehe eine Sandwolke. Ausziehen! 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 Tut er nicht, bei mir noch nicht. Ich sehe bisher nur ein Gefängnis. Und eine coole Musik im Hintergrund. Ausziehen! Ausziehen! Ein Verlies. Wie im Palast meines Vaters. Ich habe niemals einen Fuß hineingesetzt. Nun war ich selbst ein Gefangener auf der Suche. Hast du es bald soweit? Warum zieht er sich aus? Es ist so warm da unten. Das macht keinen Sinn. Warum legt der Spinner seine Rüstung ab? Die war verbeult und drückte jetzt ganz unangenehm, nachdem der Felsklotz draufgefallen ist. Kann ich nie akzeptieren, in dem Grunde genommen. Rüstung verbeulen doch nicht vom kleinen Felsen. Tja. Können wir weiter? Ja, klar. Läufst du schon? Ja klar, da war doch kein Speicherpunkt. Ach, Prinz. Zwischensequenzen war doch noch nie ein Grund anzuhalten. Definitionssache. Denn sie waren bisher meistens nach Speicherpunkten. Für mich waren immer die Speicherpunkte der Grund anzuhalten. Denn Prinz, 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 zurückspulen, 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 das war unfair. Ja, wie auch immer. Prinz, spul bitte nochmal zurück. Ich hol dich ja schon irgendwann irgendwie eventuell wieder ein. Ach, du überholst mich gleich wieder um 5 Meter. Um 5 Meter? Ja, das entspricht ungefähr 3 Minuten. Ich weiß, Prinz ist sehr langsam. Prinz, das ist nicht gesund, eure Aufhängkäfige zerbröckeln. Naja, die sind sandgeschädigt. Prinz, würdest du wieder hoch? Prinz! Prinz, lauf an der Wand lang. Ja, genau, das tut er bei mir nämlich auch nicht. Prinz! Prinz! Lauftaste! Das war zu früh gesprungen.
Oh, hi. Was macht ihr denn hier? Ach halt, ihr habt das ganze Königreich übernommen. Egon, tu den Hammer weg. Darf ich ihn behalten? Ich hab ihn Egon getaucht. Nein. Du musst ihn füttern. Du weißt gar nicht, was sie fressen. Und ganz gehen muss der auch. Abgesehen davon ist er viel zu aggressiv und viel zu jung. Aber. Oh. Nein, Mama erlaubt dir keinen Egon. Gut, ich hab Egon ermordet. Ist dir das lieber? Du bist ein braver Junge. Braver Junge. Sandmonster müssen ermordet werden. Nur tote Viecher sind gute Viecher. Genau, nur tote Sandmonster sind gute Sandmonster. Da ist ein neuer Egon. Darf ich ihn auch umbringen? Ja. Mein Gott, gibt es hier viele Egons. Kommt schon eher Egon. Wenn ich jetzt noch sehen würde, was ich mache und nicht immer nur die Wand. Also ich sag mal so, Frinz neues Outfit, Farah wird sich freuen, wenn er wieder da ist. Ja. Wird sie. Ach, hier sind ja noch mehr von euch. Weißt du, was das Gute bislang ist? Hier was? Ist niemand blau. Ja, das ist schön, ne? Autsch. Ich sehe eine Sandwolke. Wolke? Ja, ich sehe eine Sandwolke. Ich noch nicht. Ich kämpfe ja noch gegen Egon und seine Kumpanen. Ja, ich habe jetzt auch die dritte Welle von Egon und seinen Kumpanen. Meine Güte. Hört ihr mal auf, da zu sein. Hört auf zu leben. Lass mich doch einfach durchgehen. Hey, das waren meine Füße. Egon? Nix da. Okay, ach, jetzt sind die Viecher auch schon Egon. Jetzt ist hier eine Moment stille. Wo hast du die Sandwolke gesehen? Am anderen Ende des Raums. Ah, da hinten. Die Sandwolke war. Ich gehe trotzdem erst speichern. Danke, Vision. Ich hätte niemals geglaubt, dass ich Fledermäuse besiegen muss. Gut. Beim nächsten Mal. Egon. Ich weiß gar nicht, wie macht der Prinz das, dass er die Waffen gleich mit aufsaugt? Die Waffen sind ja auch aus Sand. Ja, wenn ich lang genug warte, vielleicht. Ich werde sie halten. Nein, 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 alles ist aus Sand. So, das ist der zweite. Egon? Wir haben es bis hierher geschafft. Es wäre verrückt, unsere beiden Gefühle zu verleugnen. Wie groß ist hier gar nicht mehr ganz so weiß? Nö. So, pack das Schwert weg. Weil jetzt ist Prinz schon so, oh Gott, es wäre verrückt, meine Gefühle für Farah zu verleugnen. Ihr kennt euch seit 5 Stunden oder so. Ja, aber in der Zwischenzeit sind sie gemeinsam... Oh, das ist ein Wasserbecken. Was? Das ist ein Wasserbecken hinten in der Nähe von der Wolke. Ach, ich bin gar nicht erst zur Wolke gegangen. Ich habe erstmal gespeichert. Nein, die Wolke hat mich jetzt so interessiert. Abgesehen davon war ich näher an der Wolke als am Speicherpunkt. Ach so, ich habe die ganze Zeit am Speicherpunkt gestanden. Ich bewege mich nicht so viel beim Kämpfen. Aber ich bin jetzt auch mal zur Wasserstelle und zur Sandwolke gegangen. Ja, dann wartest du da bitte. Natürlich warte ich da. Ich habe nämlich jetzt erst die Vision. Oh, guck mal, ich darf springen. Krass, und ne? Schledermäuse schlagen und springen und springen und drehen und springen und... Also ich stehe direkt neben dem Wasserbecken. Na super. Oh, wir finden Farah wieder. Oh, ich kann meine Kamera dazu bringen, durchzudrehen. Ja? Sie macht tolle Geräusche dabei. Sie macht Geräusche? Was ist? Ich glaube, ich höre es, aber... Sie springt immer wieder dahin zurück, wo sie hin möchte.
Okay, bist du auch beim Wasser weg? Sekunde. Euer beider Gefühle. Jo, ich bin soweit. Los geht's. Ja, genau. Machen wir uns den Weg frei. Habe ich hier was zum Schieben? Wo habe ich hier was zum Schieben? Kann ich das nehmen? Auf der anderen Seite. Ja, ich nehme den Käfig mit den Knochen drin. Nicht nur du. Prinz, schieb schneller. Prinz, schieb schneller. Wesentlich schneller. Wir sind hier nicht beim Vergnügen, Prinz. Das ist hier harte Arbeit. Ja, erstens das und zweitens kriegen wir gerade wieder Rückstand. Was Rückstand? So! Einigen wir uns auf keinen Vorsprung. Weg, Autschen! Prinz, wir müssen uns umgucken. Schön, da ist der Teil. Gut. Au! Ja. Das war's nicht, was ich meinte. Ja, und ich bin tot. Also nicht tot, aber die Stelle ist mies. Ja. Ja, tun sie. Sie treffen dich auf der ganzen Breite des Ganges. So, ich gehe jetzt wieder zurück zum Wasserbecken. Und trink was. Au! Bis ich mir eine Technik überlegt habe, wie ich das Ganze machen werde. Ich hatte es doch fast. Prinz, wenn ich sage Rolle, machst du bitte was? Springen! Genau. Auf der Stelle stehen bleiben und springen! Au! Ach, das geht. Oh, jetzt muss ich auch zurück zum Wasserbecken. Das geht nämlich auch noch auf Zeit. Wenn ich diesen Scheißschalter einmal aktiviert habe, bleibt die Tür nicht offen. Nein, sie geht wieder zu. Oh, ich bin durch. Ja, ich noch nicht. Handwolfe. Oh, Sprint, schnell, sonst kriegen wir Rückstand. Eine Folter. Es war das erste Mal, dass. Kind, du bist da drunter hergerollt. Hör auf, so zu tun, als würdest du dich umbringen. Nah genug, um sie zu berühren. Waren die Männer, denn auf es war, Antworten auf die dringenden Fragen des Königs aufzunehmen. Es war das erste Mal, dass am Ende erhalten sie das gleiche Schicksal wie ihre Gefühle, um sie zu berühren. Wächter und Gefangene, gleichgestellt waren die Männer, deren Aufgabe es war, Antworten auf die dringlichen Fragen des Königs auszubringen. Prinz, Ben, nimm dich! Am Ende erhalten sie das gleiche Schicksal wie ihre. Prinz ist dumm und benimmt sich nicht! Wächter und Gefangene, gleichgestellt durch den Prinz! R1 ist an Sachen ziehen, nicht rumhüpfen. Ja, Prinz, hüpf da wieder brav runter, verletz dich nicht. Ich komme nicht hoch. Wie soll ich da hochkommen? Toll, wir wären wahrscheinlich bis ganz nach oben gekommen, wenn Prinz sich sofort zum Anfang entschieden hätte, hochzuspringen. Und nicht an der Wand rumzuhängen. Prinz. Prinz, hörst du bitte auf, ein Idiot zu sein? Prinz, zieh dran! Prinz möchte mich an den Schalter ziehen. Fledermäuse! Oh, wäre ich jetzt froh um Fledermäuse. Wenn Prinz an dem Schalter ziehen würde, wäre das wirklich was Feines. Und sich nicht da vorstellen würde und dann sagen würde, oh! Schalter! Könnte ich mal ziehen? Nee, ich hüpf mal gegen! Doch mein Prinz meinte, oh guck mal, ich zieh dran. Aber ich zieh nicht bis zum Ende dran, da springt die Kamera um und ich tue einfach nichts mehr. So, und Fledermäuse, darüber, dass ihr nicht gefährlich, sondern nur nervig seid, haben wir heute schon mehrfach geredet. Würdet ihr euch treffen lassen? Ach, Viechers. So, waren nur noch 3 von, aber... mir sind es noch gefühlt 100. Wenigstens gab es währenddessen Fanservice für unsere weiblichen Zuschauer. Die Kamera hatte sich entschieden, Prinz beim Zuhauen schön von vorne zu zeigen. Fledermäuse, kommt doch mal in meine Nähe, damit ich euch treffen kann und schwirrt nicht nur um mich rum. Geht doch.
Oh, ich hoffe so sehr, dass das der richtige Weg ist. Sandvolk. Prinz, wo sind wir hier und sind wir hier richtig? Oh, da ist ein Schalter. Ich sehe einen Schalter. Ach. Sandvolk. Okay, Prinz, steckt das Schwert weg? Oh Gott, Prinzi, musst du immer... Ganz ehrlich, sobald wir hier der Chef sind, Prinzi, ändern wir das ganze System, dass das hier deutlich einfacher ist, aus dem Kerker wieder rauszukommen. Ich weiß nicht, ist das nicht im Prinzip semi-produktiv, wenn du schon einfach aus dem Kerker rauskommst? Ja, aber ich sag mal so, ich finde die Wärter zumindest sollten einfach rauskommen. Sobald die hier Chef sind, ändert sich hier sowieso einiges, Prinzi. Also ich sag's mal so, für mich ist das eine Einbahnstraße, dieser Fluchtweg hier. Ah! Das war wieder dumm. Ich habe die Sandwolke gefunden. Ja, Kai springt lieber in den Tod. Das habe ich in der Vision gesehen. Das habe ich in der Vision gesehen. Oh, Prinz, du solltest da hoch. Also, anscheinend ist es bei Papi Voraussetzung dafür, Gefängniswärter zu sein, dass man höchstathletisch ist. Ja. Dass man also als Akrobat im Zirkus auftreten würde, quasi. Nein, dafür bist du zu gut. Stimmt eigentlich. Also, dass man eigentlich internationaler Spitzenspion ist. Ja, ist bei Papi halt so gang und gäbe. Kai war schon. Ja, Kai ist hier. Ja, Farina. Kai kämpft schon. Farina Farah. Farina sind auch nicht. Wer ist Farina? Weiß ich nicht. Ich kann doch nicht alle kennen. Halt, Farina war Fire Emblem. Jetzt weiß ich wieder, wie ich auf Farina komme. Ist ein ähnlicher Name. Ja, ich auch ähnlich nutze, hilfreich. Ich hab Farina. Nein, ich hatte ihre kleine Schwester oder so. Florina. Die war deutlich hilfreicher. Als Farina. Hm? Ja, Farah, ich komm dich retten. Oh, danke. Prinz, würdest du den am Boden erstechen und nicht auf den einstechen, den du gar nichts tun kannst, weil er gerade mitten in seinem Wiederbeleben ist? Super, Prinz! Prinz hat sich tatsächlich so zwischen zwei Gegnern gestellt, dass er sich nicht mehr bewegen konnte. Haha, ich kann mir nicht helfen. Irgendwie triffst du die großen Gegner. Ja, der hat so große... Oh Gott, Farah ist gleich tot! Farah, was tust du da? Ja, komm schon. Schwupp. Der ist auch meins. Farah ist tot. Nein. Doch. Und mein Sand reicht gerade genau so weit, dass mich sie nochmal umkippen will. Farah, du bist so eine Lusche. Prinz, überleg dir doch mal, ob du die heiraten willst. Ich will er unbedingt, aus irgendwelchen mehr unerfindlichen Gründen. Ich würde die nicht heiraten. Prinz, das sind saug, riesige saug, Gegner. Saug. Die kannst du eigentlich kaum verfehlen. Er springt über die drüber und schafft es daneben zu hauen währenddessen. Mehrfach jetzt schon. Farah, kommst du mit dem Braunen raus? Bitte sag mir, dass du mit dem Braunen rauskommst. Borg, Farah, was sollte das? Wirklich meine Gegner sehen, Kamera! Farah, ich kann dir nicht helfen, ich sehe selber nicht, was gerade passiert. Wie vielte Welle ist das denn jetzt? Keine Ahnung, ich bin über die erste noch nicht drüber hinweggekommen. Ich hatte schon das dritte oder vierte Mal gefühltermaßen drei blaue Gegner. Sehr gut, ich bin nämlich schon fast tot.
Im Wasser sehe ich hier auch keins. Da habe ich gar keine Zeit gehabt zu gucken. Wenn ich sehen würde, was hier noch so auf mich lauert, das wäre klasse. Aber die Kamera dreht ja lieber so, dass ich wirklich nichts sehe. So, das war der nächste blaue. Bist du der letzte? Bitte, 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 sei der letzte. Hilfe! Der hat gerade mein vom Wand abstoßen und in den Reimrahmen abgeblockt. Ja, das können die gut. Du meinst jetzt einen großen von den braunen Dicken, oder? Nein, von den blauen. Und die können das auch? Ja, anscheinend schon. Und Farah, Vorsicht hinter euch, wenn ich vor einer Wand stehe, ist kein hilfreicher Kommentar. Die Wand will mich nicht umbringen. Ich sehe ein Wasserbecken. Wenn du die Treppe hochgehst, oben ist ein Wasserbecken. Ich habe keine Zeit, die Treppe hochzugehen. Ich habe nicht die geringste Zeit, hier irgendwas zu machen. Gut. Nimm seinen Sandpress und renn, 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 renn! Meine Güte! Wie viele sind das? Ich kann dir nicht helfen, Farah! Boah, Prinz, du willst sie heiraten. Vertraust dir aber kein bisschen. Ja, so ist der Prinz. Er ist ein richtiges Chauvinistenschwein. Genau, Prinz, mach den blauen weg, mach den blauen weg. Vielleicht jetzt dann hier ein bisschen ruhiger. Wieso bin ich denn da aufgewacht, wenn ich da in den Speicherpunkt bin? Steh auf, steh auf, steh auf! Oh nein, schon wieder neuer blauer. Ich gestatte mir eben mal was trinken zu gehen und dann renne ich zu der Position wieder zurück, wo ich aufgewacht bin. Sehr gut. So, langsam nerven mich diese Hammerviecher mehr als die blauen. Weil die alles wirklich abdocken. Ja, und weil ich glaube ich jetzt tot bin. Und zwar tot, tot. Nein, der Sand reicht tatsächlich gerade noch weit genug, dass ich eine Rückwärtsrolle oder sowas machen kann, um da wegzukommen. Und es sind schon wieder zwei blaue da. Boah, ist das nervig gerade. Nein, 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 Prinz, du rennst weg da! Das ist mal wieder so eine Stelle, es werden nicht weniger, oder? Ja. Prinz, weg da! Ich muss jetzt riskieren, zum Wasserbecken zu laufen, sonst überlebe ich dann nie im Leben. So. Farah, schau mich an. Bin ich nicht unglaublich geschmeidig und beweglich? Au. So, ihr Drecks-Scheiß-Viecher, kommt jetzt her! Meine Fresse! Darf ich vielleicht mal ein bisschen was trinken? Ja? Boah, dieser Kampf dauert ja wirklich ewig! Und ich kann nichts machen, weil die mich immer nur in Ecken drängen. Und gleich ist wieder Farah tot und die hat wieder von vorne anfangen. Boah, hör auf, Farah umzubringen. Überhaupt, was soll das hier? 2598 Gegner oder so. Komm mit, komm zur Wand. So, wie viele von euch gibt's hier? Wenn du dich jetzt schon freust, wirst du dich gleich beim nächsten Mal ja richtig riesig freuen. Es nervt einfach nur, weil hier gerade irgendwie auch wieder fünf blaue um mich rumstehen und Farah wieder nichts tut. Ich höre sie jammern. Ja. Sie tut nichts, steht mit gezücktem Bogen vorm Gegner und macht immer nur... Parade muss wieder momentan rein zurechtkommen, weil wenn ich nichts trinke, bin ich gleich tot. Prinz, wo genau guckst du eigentlich hin? Ich kann nichts trinken. Die stellen sich alle direkt vor den Brunnen. Wuppa! Ja, ja, genau. Prinz. Guck mal, ganz spontan wieder weg. Prinz, genau. Aktivieren mitten im Kampf einen Schalter. Aktivieren mitten im Kampf einen Schalter. Ist eine super Idee.
Was tut der Schalter denn? Irgendwas hochfahren. Gut. Farah, jetzt stehst du da hinten rum und tust nix? Der Kampf wäre dreimal einfacher, wenn Farah einem helfen würde. Prinz! Saug den auf! Gott, ist der Kampf dämlich. Ja, aber ich meine, jetzt ist Farah wieder die dumme KI, jetzt bist du wieder intelligent. Ja, jetzt steht Farah mir so im Weg, dass ich den Viech nicht den finalen Schlag versetzen kann. Boah, Farah, dafür müsste ich dich jetzt eigentlich umbringen. Tu's! Erschlag sie! So, wenn sie im Kampf so den Bogen gezückt hast, kannst du sie erschlagen. Ja, der Kampf ist jetzt leider gerade vorbei. Dann kannst du es nicht mehr. Seid vorsichtig. Jetzt reicht's! Seid vorsichtig! Wer hat mich denn hier nicht unterstützt, hä? Was ich vor, hab's nicht umbringen. Ich hab Farah umgebracht, so. Aus lauter Wut. Nein. Ist okay. Das hab ich auch schon gemacht. Das Problem ist, ich muss anscheinend vor dem Kampf wieder anfangen. Aber das war's mir jetzt wert, ganz ehrlich. Die dumme Schnepfe steht den ganzen Kampf daneben, tut nix und sagt mir anschließend, seid vorsichtig. Ja, Yoshi, ich habe die dumme Schnepfe auch schon mal umgebracht. Da hat sie mich in der Kantine erschossen. Ja, ich mach den Kampf nochmal. Boah, okay, die Viecher mit dem Hammer werden jetzt erstmal alle als erstes getötet. Farah, kümmere dich um die Blauen, es ist mir vollkommen egal, wie du dabei drauf gehst. Boah, Prinz, töte die, die am Boden liegen. Nein, Farah, tu ich nicht. Hinter mir ist eine Wand, wie auch noch. Farah. Farah, hilf mir doch mal! Wenn wir uns gegenseitig helfen, geht das wahrscheinlich schneller! Ah, ganz klein bisschen, eventuell. Und Farah geht immer auf die Gegner, die nichts mit dem Kampf zu tun haben. Damit die bloß nicht in den Kampf mit eingreifen. Boah, ich hab doch gerade alle Hammerviecher platt gemacht. Wo kommt der neue her? Aus der nächsten Welle. Ich hab zwischendurch keinen besiegt! Das widerspricht deiner gerade getätigten Aussage. Ja, ich habe die Hammerviecher besiegt. Dann waren nur noch blaue da. Ich habe nichts mehr besiegt dazwischen und plötzlich stehen wieder Hammerviecher da. Ja, vermutlich haben sie die Wellen aufgeteilt in Blauviecher und Hammerviecher. Ja, aber wenn ich blaue besiegt habe und keine Hammerviecher... Also wenn ich die Hammerviecher besiegt habe und keine mehr da sind, nur noch blaue. Und zwar mehrere Sekunden lang. So ungefähr eine Minute lang. Und ich nichts in der Zeit besiege und plötzlich wieder Hammerviecher da sind? Also ich finde, eine Minute ist übertrieben. Ich verliere hier das Zeitgefühl, weil Farah wieder auch nichts tut. Und ich wieder wütend auf sie bin. Prinz, vor dir liegt einer am Boden. Wie wär's mit den Erdolchen? Ja, kann man machen. Muss man nicht. Wäre sinnvoll, sonst hat das Ganze nie ein Ende. Ja, aber Prinzi ist der Ansicht, ach, ich piek die, die noch stehen. Ja, bis die grau werden. Oder nur noch so ganz langsam durch die Luft segeln. Da sind sie aber immer auch nicht mehr bei grau. Farah, hör auf. Oh, pass auf zu schreien. Ich rette dir hier gerade den Arsch. So, der muss sterben. Ja, Prinz, streik 13 Salti oder so, bevor du den abstichst. Das hier ist nicht die Situation, um einen auf cool zu machen. Ich helfe dir nicht. So. Genau, ich habe den letzten getötet, indem ich ihn mit dem Dolch in den Hintern gestochen habe. Den letzten. Ja. Du bist fertig. Ja, zum zweiten Mal. Was regst du dich so auf? Das waren keine 5 Minuten. Seid vorsichtig.
Dieser Kampf war trotzdem einfach nur nervig. Die Hammerviecher und die Blauen zusammen sind eine ziemlich blöde Kombination, meiner Ansicht nach. Ja. So, speichern. Renn mit Farai irgendwo lang und dann kommen Sachen. Und Prinz ist aus Twilight Princess. Was? Naja, er schießt ganz schnell zwischen Gegnern hin und her. Das hat bisher bei mir in Spielen, die ich gespielt habe, nur Link gemacht. Pff, ich vermute, wenn man ihn steuern kann, kann gut, der Prinz das auch. Mal fangen wir hier an. Farai, hör auf mich zu streicheln. Wir sind keine Freunde mehr. Das sieht Farah anders. Alles in Ordnung. Ich bin's. Ich bin es. Seht, endlich sind wir da. Der Turm der Dämmerung. Oh, Farah, ist dir kalt? Oh, ich darf mich wieder bewegen. Super.